Hey Gedig, Sie sind heute bei der Eröffnung des Einzelhandelslabors hier in Mülheim an der Ruhr der erste Shopbetreiber, der sein Angebot hier anbietet. Was hat Sie dazu motiviert, bei dem Projekt mitzumachen? Was hat mich motiviert? Ja, die Unterstützung, das Feedback der Mülheimer, nachdem wir auf dem Weihnachtsmarkt einfach so aus dem Bauch raus, aus unserer Küche raus, unsere T-Shirts mit dem 4330 Mülheim-T-Shirt verkauft haben. Und die Resonanz war super. Und jetzt ziehen wir das Ding hier durch und machen das ganz groß. Was wir uns erhoffen, ist, dass aus einer Idee, die wirklich nebenbei entstanden ist, dass wir das jetzt auf professionelle Beine stellen und dass wir hier wirklich mit allen, die uns hier unterstützt haben, mit der Stadt Mülheim Wirtschaftsförderung auch wirklich was aufbauen, was nachhaltig ist. Wir haben Mitarbeiter eingestellt, also das soll wirklich was sein, wovon wir leben können. Wir haben richtig Bock, hier was zu bewegen. Ja, die Eröffnung, die wir ja jetzt heute hier feiern, also 3 Monate mit einem Betreiber des Ladenlokals, mit einer Idee, mit einer tollen Idee, wie ich finde, soll Impulse setzen für die Innenstadt. Wir haben, wie Sie gerade schon sagten, leerstehende Einheiten. Wir müssen mit anderen Konzepten in die Innenstadtentwicklung hineingehen, weil die normalen Themen funktionieren nicht mehr. Onlinehandel, Zentren graben den Innenstädten ja nicht nur in Mülheim das Wasser ab. Die ansiedlungswilligen Unternehmungen sind auf kreative Ansätze angewiesen und das ist hier so einer. Pop-up-Shop, das bedeutet im Wortsinne, dass man unterschiedliche Konzepte auf Zeit in einem Laden kombiniert und nach einer relativ kurzen Zeit wieder ein neues Konzept eine Chance kriegt. Bis Mitte November sind wir hier und danach ist erstmal Schluss, aber wir hoffen natürlich, dass wir das Projekt auf die Straße kriegen.